Okay. Das ist ein Lichtschutzverhandlung. Jo Leute, cool, dass ihr zu diesem neuen Video wieder mit am Start seid. Ich habe letzten Monat die Pinkbox zu spät bekommen. Deswegen machen wir jetzt hier ein Doppel-Pinkbox-Unboxing vom letzten Monat und von diesem Monat. Wir fangen natürlich mit diesem Monat an. Ich weiß bloß nicht, welcher von diesen zwei charmanten Boxen die jetzige ist. Habe ich mir natürlich nicht draufgeschrieben, weil ich richtig gut bin. Aber wir gucken einfach mal. Ich hoffe ja, dass drin steht, keine Ahnung, vom Juli oder vom Juni. Wir starten. Alle Modalitäten findest du natürlich wie immer unten in der Infobox, du weißt es. So, hier haben wir eine Pinkbox. Das ist die Juli, also das ist die aktuelle. Mit der beginnen wir also auch. Und wir fangen an mit Easy Gel Kaltwachsstreifen. Oha, das habe ich noch nie gemacht. Aber das ist vielleicht jetzt mal eine gute Möglichkeit, das auszuprobieren. Ich würde nicht langwierig darauf umsteigen, weil so ein Rasierhobel einfach wesentlich umweltfreundlicher ist. Aber wenn ich es probiere, sage ich es dir auf jeden Fall bei mir auf Instagram. Ist das nicht immer süß hier? Das ist doch total niedlich. Total niedlich! Deswegen muss man es aufreißen. Here comes the sun. Yo, bro. Ah, das erste Produkt, was mir entgegenkommt, da wird sich mein Freund freuen. Von Organics by Red Bull. Strong and Natural Simply Cola. Ich trinke keine Cola, aber ich glaube, für viele Leute ist das eine gute... Also, Cola ist auch nicht gesund, ne? Aber ich glaube, viele trinken Cola und viele finden das Produkt bestimmt nicht schlecht. Das zweite, was ich raushole, ist super praktisch. Das ist ein Sonnenschutz, Lichtschutzfaktor 30. Fürs Gesicht hat gleichzeitig einen Anti-Aging-Effekt. Ja, das ist absolut sinnvoll in so einer Sommersonnenbox. Können wir ja mal rausholen. Ach geil, hier steht gleich, wie das, hast du gleich Bilder, wie du das machen musst. Ja. Übrigens wird jetzt demnächst, also ich mache ja auch Versprechungen, die ich nicht halte, aber demnächst werde ich noch ein bisschen lichter und ein bisschen aufregenden Hintergrund bekommen, weil das Weiße ist ja schon sehr langweilig. Oh, das nächste, was wir haben, ist Gradual Glow Tan Mist. Gradual. Gradual? Gradual? Ich weiß nicht. Ah, das ist ein Selbstbräuner für das Gesicht und den Körper. Abgefahren? Ich sag euch, falls ich es ausprobieren sollte, ich hatte nämlich nur Selbstbräuner hier, wollte ich auch nochmal ausprobieren. Vielleicht mache ich das dann fürs Gesicht und zeige euch das dann mal. Eieieiei, ich habe immer ein bisschen Angst. Aber wenn ihr auf jeden Fall Erfahrung mit der Marke habt oder mit dem Produkt, schreibt mir das gerne unten rein. Ja, den hatte ich auch schon öfter mal drin. Das ist ein Lippenstift mit Lichtschutzfaktor. Nee, nicht Lippenstift, Lippenbalsam. So, ne? Ja, ich glaube, es ist die gleiche Marke. Ja. Genau, passt auch super ins Thema. Und I love it, Leute, I love it. Ich hatte dieses Deo... Das erste Mal, glaube ich, in der Campus-Tüte, ich bin mir nicht sicher. Und ich muss es mir nachkaufen, weil ich finde, dass das so gut riecht. Also viele wollen ja so ein neutrales Deo. Das verstehe ich auch, wenn man irgendwie Parfüm aufträgt. Aber ich liebe das so in der Sporttasche oder so. Ja, finde ich gut. Das war die erste Box, Leute, von heute. Ich bin ganz schön durchgeprescht, ne? Aber ich will, dass ihr viel Inhalt in wenig Zeit habt. Verstehe mal. Box Nummer 1, jetzt kommt Box Nummer 2. Das sind wir dabei. Da, oh, die ist schwer. Das ist prima. Ich freue mich übrigens für alle, die bis hierhin dran geblieben sind, weil ihr natürlich die alte Box schon kennt und das bei mir nicht sehen wollt, könnt ihr jetzt abschalten, aber es lohnt sich. Ich bin heute ein bisschen aufgedreht, wundert dich nicht. Ich komme gerade vom Schwimmen und habe jetzt noch so viel. Eigentlich sollte man keine Energie mehr haben, aber ich habe noch Energie. Wow, okay, krass. Wie schön ist denn bitte diese Box? Oha, 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 oha. Und die ist so schwer. Ah ja, wir haben hier einen Matcha Kirschblüte Himbeergeschmack Erfrischungsgetränk. Ich hatte hiervon das mit Gurke, ich weiß gar nicht, wo ich das drin hatte, fand ich ganz furchtbar. Also, ich habe es ausgetrunken, aber es war nichts, was ich mir im Normalfall kaufen würde. Ich bin auf das gespannt. Boah, und das Ding ist ja wohl übelst schön.
bin gespannt. Oh, oh, jetzt hat er aber... Oh, der Stuhl ist Schrott. Siehst du das? Es wird kein Knacken mehr im Video geben. Oh. Für meine Gewichtsklasse nicht mehr ausgelegt. Sollte ich mich nochmal raufsetzen? Nein, mache ich es trotzdem? Ja. Oh. Nein. Okay, wir müssen einmal kurz den Stuhl wechseln. Ihr wisst es. Ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag eh... Oh, jetzt bin ich aber ein ordentliches Ende tiefer gerutscht. Wir waren dabei, dieses schöne Schätzchen zu öffnen. California Dreaming steht übrigens drauf. Das erste, was mich anlacht, ist von Hawaiian Tropic Silk Hydration. Oh, eine Sonnenlotion. Guckt euch mal, wie hübsch diese Verpackung ist einfach. Ja, aber eine Sonnencreme ist natürlich total gut für die Jahreszeit jetzt. Außer du guckst es im Winter, dann nicht. Ja, aber das ist doch schon mal ein geiles erstes Produkt. Also ich kann halt noch nicht dafür viel darüber sagen, weil ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich habe es schon öfter mal immer irgendwo gesehen. Oder Pröbchen von dem mit drin gehabt und so. Das zweite, was wir hier haben, ist ein Putty Primer. Putty? Poreless and Skin Blurring. Silicone Face. Ja, ein Primer. Von Essence. Probiere ich aus. Weiß ich nicht. Sind die tierversuchsfrei? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ja. Muss ich da mal rausfinden. Aber ansonsten werde ich das mal ausprobieren. Die leichte Grundierung mit Skulan gleicht die Haut aus und verleiht sofort einen perfekten, pornfreien und ebenmäßigen Teint ohne Silikone. Verschmilzt mit der Haut für ein natürlich mattes, weichzeichnendes Ergebnis allein. Oder unter der Foundation tragbar. Okay, gut. Oh, was haben wir hier? Eine Ampulle von Birotin. Hanfbooster-Ampulle. Besänftigt die Haut mit Hanfextrakt und Koffein für jeden Hauttyp. Das ist irgendwie, das ist hier so in dieser Ampullenform echt irgendwie cool gemacht, finde ich. Entschuldigung. Ja, finde ich eigentlich ganz nett. 97% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Greaty! Was haben wir hier? Oh, geil! Ein Antitranspirant Roll-On. Starker Schutz ohne Parfüm. Ah. Ohne Parfüm. Pflegt mit Aloe Vera, Panthenolöl und Alatoin. Alles klar. Dermatologisch getestet. Und es ist, glaube ich, ein Glasroller. Auf jeden Fall ist der sehr schwer. Guck gleich mal mit euch zusammen rein. Aber das sieht gut aus, glaube ich. Ah, ja. Ach, geil. Also ja, wir haben natürlich hier auch einen Plastikanteil, aber sowas mag ich total. Umso weniger Plastik, umso besser ist das. Sehr gut, werde ich benutzen. Wir haben hier Smoothing Deep Conditioner. Okay, wir haben hier einen Conditioner mit Keratinprotein. Glättender, tiefenwirksamer Conditioner. Macht kraftloses, geschädigtes Haar geschmeidig und verhindert ein Abbrechen. Ja, also ein Conditioner. Kann man machen. Das finden, glaube ich, viele Leute solide. Und das letzte Produkt, Leute, ist eine Bronzing-Palette. Oh ja, die wird weiter wandern an euch Cuties. Ja, parfümiert, glaube ich. Also riecht so ein bisschen puberig parfümiert. Wir haben hier eine Bronzing-Palette. Lässt sich aber nicht ganz so gut zeigen, wenn sich das so spiegelt. Sind eigentlich ganz schöne Farben. Ist bestimmt auch für jeden was dabei. Ja. Von Kate. Wer auch immer Kate ist. Ich bin ganz schön beschmutzt hier von Kate. Ja, das war doch eine geile Box. Ich glaube, die finde ich auch besser als die andere. Aber ja, sag du mir das gerne mal in den Kommentaren. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du bis hier dran geblieben bist und den fast tot auf dem Stuhl mitbekommen hast. Dramatisch. Ich blende dir auf jeden Fall hier nochmal einen Kommentar ein, über das ich mich sehr gefreut habe. Also Cuties, vielen Dank an euch. Und damit würde ich sagen, beende ich das Video. Achso, du kannst natürlich gerne einen Daumen hoch geben und Support ist kein Mord und du kennst die Geschichte, aber...
Das ist der Shit, Margret, ne? Hau rein.